Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum diesjährigen Gedenken beim 38. Jahrestag des Oktoberfestattentats. Besonders wichtig finde ich, dass heuer zum ersten Mal Lacadinos bei uns ist, von seinem Sohn begleitet. Wir haben die meisten von uns gelesen, wie es ihm geht. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, dass der Höckmeier, der Kinker und andere Hinterbliebene, andere Betroffene heute hier sind. Das ist ein ganz wichtiges Signal, das mir zeigt, dass wir hier beim Gedenken auf dem richtigen Weg sind. Danke, dass Sie hier sind. Erst vor 3 Wochen haben wir uns getroffen und einige andere, die heute anwesend sind, am Eingang des Prunkhofs des Münchner Rathauses, als wir eine Gedenktafel für die Betroffenen und Todesopfer des Oktoberfestattentats angebracht haben. Damit wollen wir als Stadt, als Politik noch deutlicher als bisher an das Schicksal dieser Menschen erinnern und die Geschichte dieses barbarischen Terrorakts noch fester in unserem kollektiven Gedächtnis unserer Stadt verankern. Und nicht zuletzt wollen wir vor dem Hintergrund, vor dem rechtsextremistischen Hintergrund, muss man deutlich sagen, des Anschlags zur Wachsamkeit und zur Gegenwehr aufrufen. Heute wachsam sein bei rechter Hetze, bei rechtem Hass und bei rechter Gewalt. Was dringend nötig ist, angesichts der gegenwärtigen Situation in unserem Land, angesichts des gegenwärtigen Erstarkens rechtsextremer Gruppierungen in Deutschland. Nicht vergessen dürfen wir auch die Morde des NSU sowie der rechtsextremistisch und rassistisch motivierte Anschlag am OEZ hier bei uns. All das ist selbstverständlich auch Teil des heutigen Gedenkens hier am eigentlichen Schauplatz des Attentats auf der Theresienwiese. Wie jedes Jahr erinnern wir dabei an den fürchterlichen, an den mörderischen Anschlag vom 26. September 1980, bei dem 12 Personen und der Attentäter ums Leben gekommen und 211 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind. 38 Jahre, meine Damen und Herren, ist das mittlerweile her. Trotzdem ist das Attentat nach wie vor präsent. Schließlich war es nicht nur eines der schlimmsten Ereignisse in unserer Stadt überhaupt, sondern auch der verheerendste Terroranschlag in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und dann sind auch noch die immer noch nicht restlos aufgeklärten Tatumstände, vor allem was die Hintergründe und die möglichen Drahtzieher aus rechtsextremen Kreisen anbelangt. Die juristische Aufarbeitung, meine Damen und Herren, die mit der Wiederaufnahme der Ermittlungen Ende 2014 erneut begann, muss hier Klarheit schaffen. Allein schon aus Respekt vor den Todesopfern und den Betroffenen. Aus Respekt vor denjenigen, die damals am Haupteingang zur Festwiese mit einem Schlag gewaltsam aus dem Leben gerissen wurden und den anderen, die ihr Leben zwar behalten haben, aber noch immer unter ihren schweren Verletzungen leiden oder tiefe Trauer über den Verlust geliebter Menschen empfinden. Für sie wird es niemals ein Vergessen geben. An den Schmerz dieser Betroffenen wollen wir heute wieder erinnern und damit gleichzeitig unser aller Solidarität mit ihnen öffentlich zum Ausdruck bringen. In diesem Zusammenhang darf ich auch der Münchner DGB-Jugend ganz herzlich dafür danken, dass sie diese jährliche Kundgebung hier am Mahnmal auch heuer wieder in Kooperation mit dem Kulturreferat organisiert hat. Meine Damen und Herren, bei dieser jährlichen Gedenkstunde und auch bei der neuen Tafel am Rathaus dürfen wir und wollen wir es aber nicht belassen. Vielmehr treibt die Stadt eine Reihe von Initiativen voran, die sich aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, den Sichtweisen und Bedürfnissen der Betroffenen, insbesondere eben der Betroffenen des Anschlags, weiter zu nähern versucht. So betreibt das Kulturreferat und auch die Fachstelle für Demokratie ein Forschungsprojekt, bei dem Interviews geführt werden mit dem Ziel, die individuellen Schicksalsgeschichten von möglichst vielen Attentatsbetroffenen zu sammeln und zu dokumentieren, um ihre Perspektiven und ihre leidvollen Erfahrungen deutlicher als bisher ins Blickfeld zu rücken und der breiten Öffentlichkeit eine klare und umfassende Vorstellung vom Anschlag zu vermitteln. Daneben haben wir die Beratungsstelle BEFOR als Anlaufstelle für die Betroffenen des Oktoberfestattentats gestärkt. Der Stadtrat hat hierfür heuer 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit soll die Beratungsstelle einen spürbaren Beitrag zur Linderung von konkreten sozialen, psychischen und materiellen Folgen leisten.
Und schließlich wollen wir auch hier vor Ort für Verbesserungen sorgen. Für Verbesserungen in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie, Herr Höckmeier, haben damals, letztes Jahr, intensiv darauf hingewiesen und wir werden das aufgreifen. Geplant ist dazu ein erweitertes Informationsangebot, das das Denkmal und seine Geschichte noch deutlicher herausstellt und gleichzeitig aber auch die Würde dieses Ortes wieder stärkt. Die Details dazu werden ja derzeit vom Kulturreferat, und es ist mir wichtig, im Austausch mit den Betroffenen ausgearbeitet und geprüft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns alle gemeinsam wachsam bleiben. Ich danke Ihnen, dass Sie heute alle hier sind. Vielen Dank.